Nun haben wir Zeit. Naja. Ich überlege, ob ich das noch mache jetzt mit Erkundung. Und dann beim nächsten Mal hier direkt hier weitermachen oder ich jetzt aufhöre. Ich bin gerade überlegen. Die brauche ich glaube ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Was soll ich aber hier nicht brauchen? Nein. Was ist das hier? So, Steph, Intellekt 60. Leckt mich Hocker, ne, den brauche ich nicht. Revolver haben wir auch noch? Wo haben wir den her? Hä? Kann der nicht handeln? Ach, weil er da hinten ist. Wunder mich ganz sein, hä? Wenn sie geht, kann ich nicht mit dem handeln. Mann. Jetzt geht's, ne? Ja, jetzt kann ich auch gucken, ja. Der hat einen Revolver 126. Haben wir hier für einen? Accuracy 12, Agility Critical Strong 15. Das ist dasselbe? Wie sagen wir den nochmal? Keine Ahnung, was das für einer ist, aber jedenfalls kann ich den verkaufen. Ja, gut, das ist halt so. Das ist ja die, die wir hatten die ganze Zeit. Ich glaube aber, unsere ist besser. Glaube ich, die macht irgendwie mehr Sinn. Deswegen verkaufe ich die jetzt. Unsere Muskete. Die habe ich immer noch dabei, die behalte ich immer noch. Wobei, weil ich bin nicht mehr so ganz sicher, ob sie nicht einfach ein bisschen Platz wegnimmt. Wobei, Gewicht wegnimmt. 15. Verkaufe ich alle, die brauche ich nicht, momentan nicht. Ich brauche keine, habe keine Bogenschützen. Ich hoffe, wir kriegen noch eine, weil das wäre mir noch wichtig, einen Bogenschutz noch zu haben. Hätten wir... Weil ich eigentlich noch einen dritten Nahkämpfer, ne? Wenn wir bei einer Party von 6 sollte ich mal 3 Nahkämpfer und 3 Fernkämpfer haben. Das haben wir gut, wir haben jetzt 3 Nahkämpfer und 2. Und wir haben 3 Fernkämpfer und 2 Nahkämpfer. Momentan, stimmt. Ne, die Baltik noch. Oh, Texan 3. Was wird dem hier? Protection 3 und Stärke. Agility Accuracy Protection 5. Kann ich so nehmen, ne? Die wollte ich so haben. Glaube ich. Was habe ich mit dem? Stärke 3, Protection 2. Aber die können alle weg, glaube ich. Die können weg, denke ich. Die können weg. Was haben wir hier noch für Handschuhe? 24-2-2. Ist natürlich besser als alles, was wir haben, glaube ich. Ja, das ist. Kann alles weg. So. So, das ist noch ein Captain of Night. Brauchen wir auch nicht. Kann auch weg. So. Boots, was hat der für Boots? Der kleine Zwerg, der braucht andere Größen eigentlich. Aber der hat Stärke 1, Luck 2, Protection 2, die Rüstung gar nicht gesagt, was er hat. Das ist gar nicht mal so übel, muss man mal so festhalten. Deswegen kann man das alles wegnehmen. So, Amulett. Also, was hat der für ein Amulett? Agility und Critical Chance. Das graue Reuter entsprechend nicht. Regen habe ich nicht geguckt. Vergesse ich immer Accuracy plus 12? Ja, das ist auch nicht schlecht, also. So, okay. Teil, du bist die Händlerin, habe ich eine Munition irgendwie? Na, nicht bei dem? Muss ich dahin, ne, zu dem. Kriege ich Munition irgendwie? Ah ja, hier, Munition. War denn teuer, dieser Scheiß? 15. Du kannst aber deutlich billiger. Kann ich gar nicht nehmen, warum? Weil Level 10 braucht. Aha. Wir haben 1000. Ich will. Naja. So 2000 Schuss sollten vielleicht noch sein, ne? Würde ich sagen. Das kostet dann mal. Oh, so viel Geld. Naja, egal. So.
Okay. Ah, Zelle braucht er sogar nicht. Gib ihm das bitte, er kann das brauchen. Und 3000 Schuss, 4000 Schuss. Ich weiß nicht, wie viel das braucht. Kann sein, dass wir da mich richtig nachlegen müssen im Laufe der Zeit. Aber wir werden das trotzdem schon hinkriegen. Ja, ich denke mal. Da ist alles okay. So. Okay, sind wir ausgerüstet. Alles leer. Warte mal. Ich muss noch für ihn hier noch Heiltränke kaufen, muss ich sie nicht. Hab doch genügend Zeug. Ganz ehrlich, ich hab doch hier 55 Stück. Kann auch nicht weg hier. Mal 30. Ja. Hat er 30 Stück. So. Mana, die kann sein geben. Was haben wir hier noch für eine Rüstung? Ach so, das ist eine Zweihandpistole. Bisschen seltsam, ganz ehrlich. Wo die Rüstung behalte ich mal. Weil ich wieder eine andere Waffe finde. Für ihn, so. Okay, denke mal, ich mache jetzt noch weiter. Wir haben jetzt das abgeschlossen hier. Pentafangs. Blanc, du hast lernt. I bought her Pentafangs. She used them at once to make two necklaces. She gave me one necklace as a reward. Ja, sie hat auch gelohnt für 200. Ist relativ billig jetzt gewesen. So, jetzt gehen wir mal weiter und erkunden nur eine Runde hier. Haben wir da nichts mehr zu tun. Ich bin mal gespannt, ich will mal ein MG mal in Aktion sein. Ja. Ich brauche noch einen dritten Nahkämpfer auch noch. Alter, aber mir hätte ich am liebsten so einen mit einem Flammenwerfer. Das wäre doch cool. Ja, so einen mit einem Flammenwerfer noch zu haben. Der dann alles weghaut. Das wäre noch cool, ey. Der alles abgrillt. Das wäre meine Wunschparty, muss ich zugeben. Drei Fernkämpfer und drei Nahkämpfer. Also, ein Bogen, am besten Bogenschütze. Oh, Bogen ist für Zinn, was auch immer, was wir finden. Und ein Flammenwerfer-Typen. Woher kann ich ihn ja ohne umwandeln? Ich weiß ihn gar nicht. Hab gar nicht geguckt eben. Mit dem Flamethrower. Wäre das auch möglich. Ja, wir vielleicht sogar überlegen, wenn ich einen Flamethrower machen könnte. Wenn wir ihn auch behalten vielleicht. Mal schauen. Wir werden doch sicherlich woanders nochmal hinkommen. Da werden wir bestimmt das austesten können. Ob der einen Flammenwerfer von nehmen kann. Sicherlich dann eine bessere Idee. Was haben wir hier so haben hier in diesem Land hier? Mal hier ein bisschen rum, haben wir ein bisschen hier schon erkundet. Das könnte so tatsächlich ein Partymitglied sein, was auch im Buch vorkommt. Weil er ja irgendwie sich anbietet einfach. Die anderen nehmen wir uns vielleicht tot oder so. Da können wir ja später. Hier war ich ja eben schon. Da kann man nicht weiter, ne? Genau, da kann man nicht weiter. Zum Reservat müsste ich mal durchlaufen. Da will ich natürlich niemanden wehtun, hab das ja versprochen. Deswegen machen wir da nichts. Zell ist zu langsam. Müssen wir schneller werden. Wobei, grundsätzlich kann ja Victor auch zum Nahkämpfer werden. Noch, wenn man einen Flammenwerfer hat. Tun wir halt mal sehen, wie sich das entwickelt. Wobei, mit Magie kann er grundsätzlich immer hinten bleiben. Wahrscheinlich sinnvoller. Ah ja. Ah ja. Aber das Gefühl, das ist unheimlich Munition, glaube ich. Das ist, glaube ich, ziemlich munitionsfressend. Also ich glaube nicht, dass ich kann sein, den Geheimen entfressen, dass ich mir gar nicht so lange blablabla bleibe. Wenn er so viel Munition braucht, ist er nämlich bald leer. Ja. Wenn er mit dem Klug konstanten Strom hat, dann wird man auch bald wegballert, aber... Da muss man wirklich mehr Munition haben als der Zwerg. Mal zu sehen, ne? Mal zu gucken, ob das was ist. Ich bin nicht so von angetan. Einfach aus dem Fakt, weil er zu viel Munition verbraucht.
Wenn man vorher halt mit 5 Schuss gemacht hat, braucht er jetzt 100. So sinngemäß. Aber nun ja. Ah, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Haben wir jetzt alles erledigt. So, okay. So. Mein Gott, frisst der. Braucht der Munition. Nun mal, also, wir können ja auch der Flamme auch keine Option sein unter Umständen. Weil der vielleicht irgendwann ziemlich schnell alle ist, so ein Benzin. Kanister. Oh, nur 4 angekommen hier. Wir bleiben mal gerne in den Bäumen hängen. Vor allem Tell. Tell mir ziemlich häufig. Tell ziemlich häufig. Wie kommt mir das so vor? Naja. Kommt mir zumindest so vor, als wäre das so, aber. Was weiß ich denn nun? Ah, wieder die Bären. Oh man, rattert ziemlich schnell weg, ey. Die werden ziemlich schnell erlegt damit. Das hat auch seine Vorteile, aber. Bei der Munition, die das da verbraucht. Eigentlich dieser einmal, aber hat er 4-mal geschossen. Finde ich nicht so anregend. Es rattert auch. Es rattert auch. Man hört auch richtig, wie der. Ach, da wieder Zwerger hängen geblieben diesmal zur Abwechslung. Soll auch mal passieren, hä? Doch, das Reservat lasse ich jetzt in Ruhe. In diesem Spielstand. Ja. Big Mana Potion. Deppa. Dann auch Panther. Ich muss echt ein Thema passen, ne? Wie man aus Versehen dann die anklicken dann alle im Eimer. Es rattert. Weil das immer in Betrieb ist, das Teil. Weil das betrieben ist. Und da man keinen Dampf in, dass man da keine Kohle für braucht. Für das Teil. Noch zusätzlich. Ist das alles das Reservat hier? Fast so aus. Aber ich glaube nicht, nee, noch nicht. Hier ist nur Hasen unterwegs. Bin doch relativ fix dazu, die zu geben. Mit der Erkundung ist doch nicht so groß, wie es wirkt. Gut, reicht trotzdem für 2 Stunden wahrscheinlich, aber. Ah, hier sind andere Feinde. Das sind keine. Panther. Ach du Scheiße! Alle meine Wasserkreaturen. Also muss man sagen, der haut die ganze Zeit weg, ey, damit. Aber weil Munition hat alle, ne? Ballert mal eben 500 Munition weg, du bist weg. Klar, warum nicht? Alter. Das wird zu teuer im Laufe der Zeit. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird zu teuer, befürchte ich. Protection 5. Alles schlechter. Ja, ich glaube, das. Ah, ne, Füchner, das wird einfach zu teuer im Laufe der Zeit. Ich bin davon überzeugt, ganz ehrlich. Ich dachte, das wäre super, aber. Die Flussfahrt ist viel zu schnell. Dafür. Dass so Munition wahrscheinlich sehr zu schnell weg ist. Dann hat man quasi kein Geld mehr, wenn man nicht mehr genug Geld kriegt dafür. Ist zwar alles cool, aber ich habe das jetzt, kann mir nicht vorstellen, dass ich länger einsetzen werde. Ganz ehrlich, weil das zu viel braucht, einfach. So.
Okay. So, haben wir hier am Ende angekommen. Nochmal Bären. So, okay. Ja, man hört, wie das... wie der Lauf rotiert. Ja, wie gesagt, der ballert 5 Schüsse ab, während er einen braucht. Ah, hier sind wieder diese Panther. Hat natürlich keine Chance. Das ist ja praktisch daran, die gehen ja auch schnell tot. Und man kriegt dann die... Man kann das auf Dauer nicht leisten. Das ist das Problem. Für später nicht gerne mal so schlecht, oder später mal und gegen sowas zum Beispiel fände ich mal so schlecht. Na, Hilfe. Da hilft ja auch keiner. Veteran. Meine richtige Magerin hätte ich auch noch gerne ausgegeben. Ja, wenn man das mit 4 Nahkämpfer. Das haben wir noch. So. Okay. Lief doch ganz gut. Was wollen die mal von mir? Haben die mitgekriegt, dass ich schon 2 von denen umgebracht habe? 2 wichtige Leute umgebracht habe von denen, ne? Dazu greift die mich immer noch an. Das ist doch doof. Ein Panther. Da muss ich echt aufpassen. Nicht, dass ich aus Versehen reinlaufe. Das ist gefährlich, aber wenn das halt so ist, diese Regeln hier, dass man da nicht angreifen sollte, weil sonst alles in Gefahr besteht. Mal mit dem kurzen Prozess damit. Das ist wirklich das Geniale daran. Die sind so schnell platt. Das gibt's ja gar nicht. Aber. Wie viel Schuss haben wir jetzt noch? 500 Schuss bei ihm verbraucht. Ja, 50. Ja, das Zehnfache, sag ich ja. Ja. Naja, so ist das. Bogen, ja, wie gesagt. Ja, oh, cool. Bogen. Ein Schild. Protection 5. Haben wir eben schon gehabt. Ja. Okay, dann brauche ich das nicht. Mal rundherum laufen, bitte. Was ist das? Das ist auch ein Panther. Ja, alles Panther. In ihrem Zoo. Lassen wir sie mal in Ruhe. Noch ein paar Leute hier noch rumlaufen können und sehen, wann noch was sehen können. Dafür natürlich auch. Die einzigen Panther auf der Welt gibt's doch hier. Was, das sind auch keine Panther, das sind Räuber. Was ist sonst? Wie irgendein Feuer. Das Feuer hier ist da. Natürlich, was ist denn hier noch? So. Okay, rein da ins Getümmel. Wo sind denn die Räume mal Lager dafür? Hier haben 2 Leiter hier. So. Was? Elektroschocker wollte er mich. Wollte mich schocken mit Schuhe. Und zwar richtige Schuhe. Aber nicht so gut. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht, würde ich sagen. Weil hier ist nämlich keine Kiste sonst, ne, gibt's nur Feinde. So ist das in dem Spiel hier. Gibt's zwar, manchmal hab ich das Gefühl, einfach so sinnlos, hingestellte diese Leute und dann, ja. So, egal, ob da ein Räuberlager ist und hier Leute rumlaufen könnten und so. Mitten im Wald. So.
Mal hier hoch, gucken, wo wir landen. Ah, wieder zu Bären. So. Ja, der Feuer 4000 muss ich eigentlich 40.000 Kugeln haben, um die genauso lange Zeit zu haben. Kann man fast so sagen, ja. Der frisst meine ganzen Kugeln auf, der Typ. Ich bin nicht davon überzeugt, das ist alles super, dass sie so schnell tot gehen, aber man kriegt halt keinen Nachschub an den Kugeln. Das ist das Problem. Ich krieg jetzt nur 5 Minuten mal auf, ich weiß, aber ich will das nur erwähnt haben, dass es zu teuer ist. Und ich deswegen bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich wieder wechseln werde. Wie vernünftiges Musketi da anschaffe. Gemeinsam im Tandem damit mit Zwergern und Schießen. Warum auch nicht? Weil zwei Leute kann ich werden versorgen, aber einer, der so viel verbraucht, nicht. Noch dazu, das geht nicht. Dann habe ich da nichts, ganz ehrlich. Naja, müssen wir immer mit klarkommen, jetzt nochmal ein paar Folgen und dann werden wir das da wieder ersetzen. In der Flamme wäre nochmal eine Idee, ich vermute aber dasselbe Problematik mit dem Benzin, dass es auch zu schnell alle geht. Ah, wieder ein Wasser. So. Aber er trifft damit ziemlich gut. So. Aber er trifft damit ziemlich gut. So. Okay. Tut mir leid, aber da ist nichts zu holen, ne? Für dich ist da nichts zu holen. Cloak und eine Mana Potion für Tell. Wie viel hat die jetzt eigentlich davon? Jetzt nur viel Zeug? Nur durch Tränke? Ja, so ist das. Was wollte ich damit eigentlich machen? Wollte ich die nicht verkaufen? Was wollte ich damit machen? Habe ich vergessen zu verkaufen? Kann das sein vorhin? Ja, hab ich vergessen zu verkaufen. Na, und beim nächsten Mal. Ach, ärgerlich. Ich bin auch ein bisschen tollpatschig, kann das sein? Jupp, würde ich mal so sagen, ne? Na klar, Protection 6. Das ist nicht so gut wie das, was er hat. Ne, kann man auch verkaufen. What's Hate? Protection 5? Was? Ist das dasselbe? Ja, aber zwei von den Teilen. Ja. Sonst aber nichts dabei. Sieht aus mit der Erkundung. Wir sind fast fertig mit dem Gebiet. Aber ich mich frage, was jetzt mit dem Dungeon ist. Ob ich da wirklich nicht reingehen sollte. Werde ich mir überlegen, ob ich da reingehen sollte. Ja, zwar hat mit Tell, man soll da nicht reingehen, aber ich bin neugierig. Weil ich wollte ja einfach nochmal später hinkommen. Was soll man denn hier? Ja, guck mal, die gucken eigentlich, dass irgendwas zu machen, ey. Oh, die sind so schnell platt, da haben die keine Chance. Wo ist das hier? So. Eigentlich ist doch Tell unser Guide, ja? Das heißt, die führt uns doch eigentlich, aber sie hängt immer hinterher. Also ich hab erst das Gefühl, dass wir den Guide führen. Ja, wir guiden den Guide. Aha. Muss es formulieren. Ja, schaffe ich es vielleicht noch vor der 2-Stunden-Marke? Ja, so ein Kohl. Haben wir wieder 4 Folgen. Das kommt immer so ganz gut hin. Ja, kann man relativ zügig wieder spielen, muss ich zugeben. Gut, ich weiß nicht, wie viel auf uns wartet, aber habe das Gefühl, relativ zügig hier vorankommt in dieses Spiel. Muss ich mal sagen. Ah, ja, Wölfe. Nee, Panther. Weiblich Panther natürlich.
Ey, warum jetzt eine 82 brachte und der andere 72? Weiß ich nicht. Boah, 83, 73 war es jetzt. Weiß nicht, wieso es da Unterschiede gibt. War hat der Level, glaube ich, auch? Also. Ich weiß es nicht. Ist doch egal. Wir sind fertig hier mit der Erkundung. Alles weggeräumt. Noch nur die Leiche beim letzten Mal. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt können wir wohl zurück. Wir haben alles abgegrast in dieser Gegend. So. Ja, hier ist ja nix. Ja, der kann einfach nur warten. Alle getötet worden hier durch diese blöden Magier. Uns haben sie aber nicht erwischt. Ja, wir sind hier fertig und können hier mal hier hin. Was wartet denn da? Gut, ich gehe mal hier hin. Das wird langer Weg zurück, aber. Ja, ich verfolge mal die Leute und gucken, ob die da ankommen. Vermute man nicht, ganz ehrlich. Mal sehen, wo sie langlaufen. Also, ja, keiner mehr kommen. Die laufen den normalen Weg. Also, ich momentan ein bisschen Überblick über alles. Den Berg hoch, als wäre es nichts. So ist das. Also, die Wege führen langsam zusammen, glaube ich. Und das Reservat laufen. Weil, nee, das ist weiter nördlich. Das wollte ich noch sagen. Tut mir leid. Mich nervt das immer am meisten selber. So. Mit all der Zeit. In der Zeit sieht gut aus. Wir werden das schaffen. Na, hier geht's hoch. Noch so alle fünf dabei. Tell auch. Wieso können die das schaffen diesmal? Der erste ist auf Position. Ja. Der zweite auch. Der dritte auch. Der vierte ist da. Der fünfte kommt auch. Oh, ich schaffe das sogar, wa? Ich schaffe das sogar. So. Okay, dann sind wir hier angekommen. Beim nächsten Mal weiß nicht, ob ich dann in den Dungeon gehe, hier, der hier aufleuchtet, oder wir weitermachen. Mit ihm hier zu reden. Ich werde mir überlegen. Und ja, ich würde sagen, wir speichern ab an dieser Stelle. Haben wir hier was geschafft. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt mir in meine Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.